Wir sind eure Freunde. Ja, Bell bat uns, euch zu suchen. Wow. Ich bin Sora. Donald. Goofy. Ich bin selbst aufziehend, der Herr. Um Himmels Willen. Schön, dass euch nichts fehlt. Und wir sind auch erfreut, euch zu sehen. Seid ihr etwa alle auch verzaubert worden? Sag ich sofort. Stimmt genau, ja. Ihr wisst Bescheid. Es war die Zauberin. Es scheint so lange her zu sein. Einst, an einem Winterabend, kam eine alte Bettlerin zum Schloss und bat um Zuflucht vor der bitteren Kälte. Aber der Herr dieses Schlosses, also der Prinz, Schluss jetzt, lass mich sofort runter. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte die Frau davon. Wie entsetzlich. Hui! Er war ein verzogener Prinz, so selbstsüchtig und, wie soll ich sagen, grausam. Lumière. Sie warnt ihn, sich nicht täuschen zu lassen, da man die Schönheit im Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte. Gibt es etwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin. Aber nicht doch. Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in seiner gegenwärtigen Gemütslage... Er verhält sich in der Tat seltsam. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einen Herzlosen verwandelt wurde. In einen Herzlosen? Wenn die Herzlosen etwas damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind. Dann wollen wir mal das Biest suchen. Très bien. Wenn die Messieurs mir folgen wollen, ich kenne eine Abkürzung. Er muss doch nur rückwärts laufen, ging doch sehr schnell. So. Wieder eine Karte. Nochmal. Ability Punkte plus speichern. In die Ausgangsposition. Die Gorschen aber gut. Nach euch. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Seht her! Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Türe öffnen.
Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberten Flammen löschen, bevor ich die Laternen auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie denn nicht einfach mit Wasser löschen? Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt... Ich probiere es mal mit dem Schlüsselschwert. Bravo! Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür im Nu geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber ganz so einfach ist es leider nicht, Monami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unruh ewig dort von dieser Kurve herabbaumelt. Ich schaff das schon, Lumière. Du hast Wachs in den Armen, nicht ich. Wenn er wild wird und herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach von Unruh sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. Okay. Dann wollen wir das mal versuchen. Okay. Könnte klappen. Macht schnell und beeilt euch! Sind wir da? Alle zusammen. Zack. Noch zwei Laternen. Wieder eine. Müssen alle hinterherkommen. Das sollte Wunder werden. Noch eine Laterne. Da ist sie. Das sollte Wunder werden. Und geschafft. Sehr schön. Sind wir fertig? Oui, die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Aber ich sehe nirgends eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Ihr müsst nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Verstehe. Nun dann. Ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. Zu lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Seht euch vor den Herzlosen vor. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. So. Aber erstmal sammle ich hier alles ein. Fast übersehen. Und wieder in der Westhalle. Ach so, wegen diesem. Komme ich nicht weiter. Oh. Stimmt, die können ja leben. Yes!
Donnet liebt seinen Blitzzauber. Und da ist es, das Biest. Das krumme Biest. Es wird Zeit, dass du dich um Bell kümmerst. Sie plant dir alles wegzunehmen, was du hast. Zuerst das Schloss, dann deine wertvolle Rose und schließlich dein Leben. Traue niemandem, nähre deine Wut. Nur Wut macht dich stark. Ich bin stark genug. Es gibt nur eines, das ich will. Was denn? Lieben und geliebt zu werden? Wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben? Siehst du, sie hat Komplizen. Oh je. Hallo, Prinz. Herrje, Herr! Hilf dem Biest wieder zu sich zu kommen. Na gut. Wieder meine Actionfigur. Und geschafft. Ach cool, sogar kann eine Rüstung mehr anziehen. Von Unruh, was ist geschehen? Mein Herr, nun, es ist so, also, wie soll ich es sagen? Gewissermaßen, Du hast alle in das Verlies geworfen, als das Stück. Was habe ich getan? Genau das. Mit wem hast du da vorhin gesprochen? Dieser Mann in Schwarz. Xaldin. So heißt er. Er kommt aus der Dunkelheit. Er hat meine Wut angefacht, um mich zu kontrollieren. Er hat meine Trauer, meinen Kummer, meinen Schmerz in unbändigen Zorn verwandelt. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war blind für die Wahrheit. Donnerwetter!